Neues Spiel? Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wie immer, weiß ich selber nicht. Von Speedy Underwood. Okay. So. Ich weiß wieder nicht, was auf mich zukommt. Ich sag's nur nochmal, okay? Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Okay. Nach einer langen Reise kehren unsere Helden Donf204 und Speedy mit dem Buch Bugs für Dummies wieder nach Hause. Der Kampf gegen den unbesiegbaren Bug, dem Altarwächter, steht nun bevor. Yay! Okay, Spaß beiseite, ich bin Donf ziemlich blöd. Donf ziemlich. 204 steht da. Aber mittlerweile sage ich ziemlich oft, dass ich ziemlich blöd bin. Jo. Kann auch so lachen, ja. Die Tür ist fest verschlossen. Oh Mist, fest verschlossen. Ja, das war's. Schade drum. Okay. Der Altarwächter hat wohl vor uns Angst. Naja, nicht schlimm. Genau dafür habe ich hier einen zweiten Schlüssel versteckt. Wirklich? Wo? Naja, das ist schon so lange her. Ich hab es! In einem kleinen Loch in einer der Bäume. Oh, wow. Dann suchen wir mal in den Bäumen danach. Du könntest wenigstens mal Danke sagen, du großer Held. Wozu? Noch haben wir den Ersatzschlüssel nicht gefunden. Cool. Also hier ist er nicht. Dann lass uns einen anderen Baum untersuchen. Wow, danke. Hätte ich bestimmt nicht gemacht, hättest du mir das nicht gesagt. Wir probieren nochmal den gleichen Baum. Das hätte ich dir auch sagen können, Don. Ja, ja, wissen wir doch. Also hier ist er nicht. Dann lass uns einen anderen Baum durchsuchen, bla bla bla. Dann ist es der hier, der gefällt wurde. Es ist 100% der gefällt wurde. Der wurde weggebracht, verbrannt und der Schlüssel ist auch weg für immer und alle Ewigkeit. Warum wachsen die Bäume überhaupt auf Steinboden? Guckt euch das mal an, die wachsen aus den Steinen heraus, die Bäume. Also hier ist er nicht. Dann lass uns einen anderen Baum durchsuchen. Hier ist er nicht. Dann lass uns einen anderen Baum durchsuchen. Es ist der gefällte Baum, es ist der gefällte Baum, es ist der gefällte Baum, es ist der gefällte Baum. Einzig Chat, wenn ihr wisst, dass der gefällte Baum ist. Sie ist es nicht. Dann lass uns einen anderen Baum durchsuchen. Wir haben jetzt alle Bäume durchsucht. Kein Ersatzschlüssel, weit und breit. Hm, das überrascht mich jetzt aber. Es ist so verdammt lange her. Lass mich noch einmal überlegen. Ich zeig dir auch gleich meinen Weg. Ich hab es. Erinnerst du dich noch nach einem unserer Streits? Dabei wurde doch dieser Baum dort gefällt. Oh, welch ein Zufall. ja. In diesem Baumstumpf habe ich den Schlüssel versteckt. Ach, in dem Baumstumpf. Weil du doch meintest, nächstes Mal sperrst du mich aus, meinem eigenen Haus aus. Ja. Also, es gibt also ein verstecktes Fach in dem gefällten Baum. Guck dort nach. Oh, hier kann man wirklich ein Stück Rinde abnehmen. Hab ich dir doch gesagt, Don. Was soll das sein? Speedy, hier ist ein Zahlenschloss am Baumstamm. Warum auch immer ein Zahlenschloss am Baumstamm ist. Echt? Ja, echt! Wie ist die Kombination? Lass mich noch einmal überlegen. Ich hab es. Es hat irgendwas mit meiner Ausrüstung noch. Nein, hat's nicht. Hat es einfach nicht. Aber du weißt ja, ich und Zahlen. Ist es irgendein Nokia? Ja, es ist das Nokia 3310. No joke. Ich wollte eigentlich schon fast 3310 eingeben. Oh mein Gott.
Okay, okay, das ist cool, das ist gut, das ist cool, das ist cool. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war doch beim letzten Mal schon, oder? Das Nokia, oder? Na endlich. Na schnapp dir den Ersatzschlüssel und los geht's. Schon erledigt. Dann auf zu unserem finalen Kampf gegen den Bug. Ja, die Ausrüstung hat sich nicht geändert, genau. Ja, aber da kannst du mal sehen. Ich habe mir das gemerkt, ne? Das ist viel wert, oder? Das ist viel wert. Ja, das zeigt, dass mir das was bedeutet, okay? Wow! Es fühlt sich an, als wären wir ewig nicht hier gewesen. Richtig nostalgisch. Heb dir deine Nostalgie für später auf. Wir müssen den Altarwächter endlich löschen. Ja, ja, ist ja gut. Oh, guck mal! Das sind kleine Waschis! Bitte was? Das Vieh kann sich vermehren? Ist doch voll süß! Nein! Eins ist schon nervig genug. Ich weiß gar nicht, was du gegen Waschratten hast. Deswegen waren so viele Weilenbusse im Spiel zu hören. Da waren nämlich mehr als nur eine Waschratte zu hören. Deswegen, die können sich vermehren. Limbus, du hast es angeteasert. Du gemeiner Schuft. Ich weiß gar nicht, was du gegen Waschratten hast. Zumindest nichts, was sie davon abhält, sich zu vermehren. Oh, augenscheinlich. Aber guck mal, jemand hat sie eingesperrt. Gut so, da gehören sie auch hin. Vielleicht werden der Altarwächter und ich ja doch noch Freunde. Nee, nee. Wir müssen uns um den Altarwächter sofort kümmern. Und wir werden diese Waschis alle retten. Naja, kümmern wir uns erstmal um das größere Problem. Bist du absolut sicher, dass du hier weiter möchtest? Es gibt danach kein Zurück mehr. Du musst die Geschichte bis zum Schluss erleben, bevor du zurückkehren kannst. Bei Einwilligung bist du für weiteres selbstverantwortlich. Ja, wahrscheinlich schon. Okay, ich kann trotzdem wieder gehen. Ich kann trotzdem wieder gehen. Aber ich kann nichts anderes ansprechen. Okay. Wir gehen trotzdem hoch. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon erwartet. Rechts, rechts. Was ist mit dem passiert? Der ist plötzlich lila. Man hat ja irgendwas genommen. Deshalb hast du auch die Tür verschlossen. Oh nein. Schau mal, da drüben, Don. Da sind all unsere Teilnehmer gefangen. Ja, das ist eure gesamte Community. Und diesmal wird sie euch nicht helfen können. Denn euer Washi hat sich als wahrer Schatz entpuppt. Rechts, rechts. Was? Seht, welche Kräfte in Washi erweckt worden sind. Rechts. Ja, und? Hast du das Vieh jetzt nur grün angemalt, oder was? Rechts. Bitte was? Kennt ihr nicht die Entstehungsgeschichte unseres Universums? Die was? Keine Ahnung, wovon du redest. Ich meine, keine Ahnung, wovon du redest. Wie unwissend seid ihr, Würmer, eigentlich? Selbst die Babywaschratten kennen sie. Ich habe sie jeden Abend vor dem Schlafengehen erzählt. Nun gut. Ein allerletztes Mal für euch unkultivierte Maden. Oh nein, nicht schon wieder die gleiche Geschichte. Nein, nicht 100-mal die gleiche Geschichte. Chaos macht Spaß. Am Anfang unserer Existenz war ein großer, mächtiger Baum der Götter, der durch die Leere schwebte. Der göttliche Baum Fertiles. Dieser Baum hatte die furchtbarsten und dicksten Äste unserer gesamten Existenz, die es je gab. An der Spitze der dicksten und mächtigsten Äste befanden sich 6 riesige Türen.
Diese sechs gigantischen Türen führten in sechs völlig unterschiedliche Universen. Jedes Universum hatte eine eigene Quelle der Macht. Die im göttlichen Baum Fertiles zusammentrafen und so die verschiedenen Türen stets offen hielten. Diese sechs Quellen der Macht waren die legendären Infinity-Waschratten. Die Infinity-Waschratte der richtigen Räumlichkeit. Die Infinity-Waschratte der reichlichen Realität. Die Infinity-Waschratte der monumentalen Macht. Die Infinity-Waschratte der geistreichen Gedanken. Die Infinity-Waschratte der suchenden Seelen. Und die Infinity-Waschratte der zerstreuten Zeit. Die Infinity-Waschratten waren weitläufig verteilt auf dem göttlichen Baum Fertiles, auf dem wir alle leben. Wenn er das sagt, dann wird das schon stimmen. Jener, der die Macht einer Infinity-Waschratte erlangt, erlangt die Kontrolle über das jeweilige Universum. Sollte jedoch jemand alle miteinander vereinen, so würde der Herrscher über ganz Fertiles werden. Weswegen zahlreiche tolle Schurken versuchen, sie in ihre langen, abenteuerlichen Finger zu bekommen. Und angebliche Helden, Retter des Gleichgewichts, versuchen sie vergeblich zu beschützen. Doch sie vergessen dabei das Wichtigste. Es gab einen göttlichen Chaoswächter, der über das gesamte Gleichgewicht der Universen wachte. Sein Name, göttlicher Chaoswächter Stateria. Und seine Kräfte waren absolut allmächtig. Er war allerdings stets ein stiller Beobachter. Außer das Gleichgewicht der Existenz war am Bröckeln. Dann würde er einschreiten und öffnete oder schloss bestimmte Durchgänge zu den Universen und versiegelte sie für die Lebewesen von Fertiles. Die versiegelten Durchgänge kann man nur auf zwei Arten wieder durchschreiten. Erstens, man betet zum göttlichen Chaoswächter Stateria und hofft auf seine gütige Gnade des Gleichgewichts. Oder zweitens, man nutzt eine Dimensionsbrecherbox. Ein Objekt der Unheiligkeit, das die Gesetze der Götter ignoriert und verschlossene Portale öffnet. Doch zieht man sich mit dem Gebrauch eines Objekts der Unheiligkeit den Zorn der göttlichen Allheiligkeit in Fallil... Ach komm, verarsch mich nicht! Verarsch mich nicht! Das lese ich nicht vor. Zu. Ein Fehler, den man nicht leichtfertig machen sollte. Danke. Danke, dass es jetzt endet. Eines Tages aktivierte sich die Kraft von Washi. Rechts. Diese Dimensionsbrecherbox haben wir doch genutzt. Oder, Speedy? Dieser wütende Tresor? Ja, er hat uns in die Seelendimension geschickt. Und dadurch habt ihr das geschlossene Tor geöffnet. Und die Infinity-Waschratten der zerstreuten Zeit erweckten ihre verborgenen Kräfte. Während sie hier bei mir war. Nun gehören die Kräfte der zerstreuten Zeit mir. Und der Zorn der göttlichen Allheiligkeit in... Nee, lese ich nicht vor. Habt ihr zusätzlich auch noch auf euch genommen. Win-win für mich. Fantastisch. Rechts. Nicht so schnell. Da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden. Schnell nutzen wir einfach das Buch und machen dem... Glaubt ihr wirklich, ich lasse zu, dass ihr mich besiegt?
Der hat die Zeit zurückgedreht, oder? Ach komm. Ach komm, warum hat denn der die Zeit zurückgedreht? Warum kann der das denn? Ist das ein Cheater? Ein Cheater. Die Tür war fest verschlossen. Na klar war sie das. Nun, wie es aussieht, die Tür ist verschlossen. Der Altarwächter hat wohl vor uns Angst. Naja, nicht schlimm. Genau dafür habe ich einen zweiten Schlüssel versteckt. Wirklich? Wo? Naja, es ist schon so lange her. In den Bäumen. Ich hab es. Kleines Loch in den Bäumen. Oh, wow. Dann suchen wir mal die Bäume danach. Du könntest wenigstens mal Danke sagen, großer Held. Wozu? Bla, 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 bla. Okay. Suchen wir die Bäume ab. Schon wieder. Oh, hier kann man wirklich ein Stück Rinde abnehmen. Oh, wow, wer hätte das gedacht? Surprise! Oh, scheiße, das war der falsche... Oh, schieß, das war die falsche Kombination. Oh nein, das war die falsche Kombination. Das war die falsche... Auf für den finalen Kampf. Yay, mal wieder. Endlosschleife in Anmarsch. Nein, diesmal befreien wir die scheiß Waschis. Irgendwie, keine Ahnung wie. Ja, guck mal, Waschis. Ja, ist doch in Ordnung, wir befreien sie. Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich will das nicht tun, okay? Ihr seid alle Zeugen, dass ich das nicht tun will. Also, schreibt Zeuge in den Chat, wenn ihr Zeugen seid, dass ich das nicht tun möchte. Wir haben kleinen Waschrattenbabys. Wir werden euch alle befreien. Und danach setzen wir sie im Wald aus? Hört gar nicht hin, wenn der gemeine Don sowas sagt. Doch, 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 Murdoch, du hast was gesehen. Wir haben kleinen Waschrattenbabys. Ach komm, wie befreie ich die denn? Wie befreie ich die denn? Was muss ich denn machen? Oh, ich kann doch nicht nochmal hochgehen jetzt. Ach nö, ich mach das nicht nochmal. Kann ich nichts machen? Ey, verarsch mich nicht. Habe ich einen Gegenstand, den ich benutzen kann? Bugs für Dummies. Ein heiliges Buch, mit dem man noch zu schweren Bug aus dem Programmcode entfernen kann. Okay. Skill. Kann ich irgendwie Skills benutzen? Wiederherstellen. Korrigieren. Wiederherstellen, korrigieren. Come on, come on. Ich will irgendwas machen können. Oh Mann. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Ich kann die nicht befreien irgendwie scheinbar. Ich will aber nicht wieder hochgehen. Mann, was mache ich denn jetzt? Entweder bin ich zu dumm oder... Ich begreife es nicht. Ich muss hier nochmal hochgehen? Echt jetzt? Dann gehen wir nochmal hoch. Nein, wir gehen zurück. Nicht dumm? Kann sein, dass ich dumm bin, ne? Habt ihr Vorschläge? Schreibt mal was in den Chat, was ich machen soll. Außer Speedy. Ausnahmsweise mal. Begreif's nicht, ich bin zu dumm. Ich kann mit nichts interagieren. Ich drücke schon die ganze Zeit Enter hier bei dem Boden. Aber es passiert nichts. Komm auch nicht wieder raus. Ach, dann gehen wir einfach hoch. Ist egal. Ich schreibe in der Zeit schon mal, ob ihr Ideen habt. Vielleicht ändert sich ja jetzt doch was. Oh nein, nicht das gleiche Gespräch. Ich drücke das jetzt einfach mal weg. Ja. Wir drücken es einfach mal weg. Ich hoffe, da kommt nichts Neues. Ansonsten drücke ich es einfach weg, aus Versehen. Nee, da kommt doch was Neues.
Oh, ich hab aus Versehen was weggedrückt. Oh. Upsi. Habe ich aus Versehen Text weggedrückt. Also die haben das Buch benutzt, glaube ich. Die haben das Buch benutzt, dieses komische, dieses Bugs für Dummies Buch haben die, glaube ich, benutzt. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Sorry. Ich dachte, da kommt das gleiche Text nochmal. Sorry. Ist ja nicht schlimm. Passiert. Was zum Drachenteufel ist hier los? Keine Ahnung. Ich habe nur das Buch geöffnet. Ah, genau. Die sagt es ja auch nochmal. Alles klar. Hast du gut gemacht, Speedy, dass nochmal wiederholt wird, was passiert ist. Perfekt. Danke. Kuss geht raus. Plötzlich scheint alles zerplatzt zu sein. Und jetzt sind wir, wo? So sehen wir beide ohne Schminke aus, okay. Du weißt ja nicht mal, wie ich mit Schminke aussehe eigentlich, aber ja. Ich habe keine Ahnung. Der Altarwächter hatte die Infinity-Waschratte der zerstreuten Zeit, vielleicht hat es damit zu tun. Der Altarwächter hatte was? Ach stimmt ja, versuche dich an dein letztes Déjà-vu zu erinnern. So hat das bei mir geklappt. Okay. Oh! Hast du es? Ja! Die Zeitschleife und die Waschratten. Unsere Community war oder ist in Gefahr. Eventuell sind wir in der Zukunft? Ja, wahrscheinlich. Hat der Altarwächter verhindert, dass wir das Buch erhalten. Das heißt, der Altarwächter hat gewonnen? Und der Stimmung nach zu urteilen, sind wir kurz vor dem Weltuntergang. Und falls es dir noch nicht aufgefallen ist, wir sind zu Waschratten geworden. Bitte was? Es muss ein Albtraum sein. Oder wirklich der Weltuntergang. Wir müssen das irgendwie rückgängig machen. Und unsere Community retten. Na dann los! Community retten! Da ist die Community. Wir müssen sie retten. Irgendwas fühlt sich hier nicht richtig an. Ganz und gar nicht. Eine sehr bedrohliche Stimmung liegt in der Luft. Wir sollten auf der Hut sein. Sieh dir das an. Wir müssen sie retten. Du kannst dich darauf verlassen. Die Community ist alles. Du wurdest eindringlich gewarnt, diesen dunklen Pfad zu beschreiten. Nun lebe mit den Konsequenzen deiner Handlung. Ein Zurück gibt es nun nicht mehr. Nur noch ein Vorwärts. Doch wirst du aus deinen bisherigen Schritten gelernt haben? Rechts! Rechts! Willkommen im Schicksalsgerichtshof! Ihr habt ein Objekt der Unheiligkeit missbraucht. Und zwei Infinity-Mächte gegeneinander benutzt. Und somit Unheil, Chaos und Ungleichgewicht in diese Existenz eurer Realität gebracht. Erklärt euch mir, dem göttlichen Chaoswächter Statera. Oder spürt die Konsequenzen eures Handelns. Durch die Anpassung eurer Schicksalslinien. Chill, Bro, chill. Also, durch ein Boss-Community-Event ist leider ein verbuggter Boss entstanden, der Altarwächter. Das war nicht durch das Boss-Community-Event, Speedy. Das war durch das Alex-Event. Das war das Alex-Event. Psst, aber das weiß keiner, okay? Das wissen nur wir beide. Du und ich, Speedy. Die anderen haben das jetzt nicht mitgekriegt, dass da gerade ein Fehler war. Zwinker. Das erste Event war das Alex-Event, was wir gemacht haben. So. Ja, oha. Ein verbuggter Boss entstanden. Der Altarwächter. Ein Programmierfehler hat uns unsterblich gemacht. Er hat sich erst einmal bei uns eingenistet. Und bei dem DSCS, Don und Speedy's Community Streams mitgemacht. Das hat ihn aber nicht lange zufrieden gehalten und er wollte bald die Weltherrschaft. Also haben wir uns auf den Weg gemacht, um das legendäre Buch Bugs für Dummies zu finden.
Und die Reise war sehr beschwerlich, aber wir wollten den Altarwächter aufhalten, bevor er weiteres Chaos und Unheil über die Welt bringt. Und so fanden wir an einem abgelegenen Ort dieses Objekt der Unheiligkeit, das uns ein Tor in das fünfte Universum brachte. Das Universum der suchenden Seelen. Ja genau, dorthin. Denn dort war das Buch laut dem Objekt zu finden. Und das haben wir dort auch gefunden. Mit Hilfe der Infinity-Waschratte, die dort lebt. Dann sind wir hierhin zurückgekehrt. Der Altarwächter hat unsere Community eingesperrt. Und dieser Waschi hat sich als Zeitratte entpuppt. Dann doch nebenbei irgendwelche Babys gezeugt. What the heck, das wollte ich so genau nicht wissen, wie der die Babys gemacht hat, okay? Von Zeugen war nie die Rede. Die sind halt einfach aufgeploppt, okay? Aber als wir das Buch gegen den Bug benutzt haben, sind wir hier gelandet, so wie wir jetzt sind. Ende. Aber kann das sein, dass du bei Speedy einen Fehler gemacht hast? Also Speedy, du hast bei Speedy einen Fehler gemacht. Die ist von hinten aber gar nicht als Waschratte zu erkennen. Oder ist das jetzt hier Absicht? Also oder ist das nur auf der Map so? Ich weiß nicht, auf den anderen Maps habe ich nicht drauf geachtet. Aber man sieht hier die normalen Füße und alles. Das ist einfach der normale Sprite. Ne? Ach so, das hat Murdoch schon geschrieben. Ja, Mensch, ich lese doch nicht den kompletten Chat gerade. Hallo? Bin ich dafür verantwortlich, den Chat zu lesen? Ende. Der göttliche Chaoswächter Statera hat euch gehört. Nun werde ich diese Ereignisse durchdenken, um ein passendes Urteil zu fällen. Das benötigt Bedenkzeit. Ungefähr 10 Wochen. Innerhalb dieser 10 Wochen werdet ihr noch einmal ein DSCS abhalten, damit ich sehe, was das ist. Es wird passend zu den Infinity-Waschratten, die in eurem Universum sind, zwei verschiedene Themen geben. Zeitschleife und oder Weltuntergang. Sollte sich jemand nicht an die Regeln halten, werde ich auch über diejenigen mein Urteil richten. Also da gibt es ein Problem. Willst du irdisches Wesen mir widersprechen? Nein, aber unsere Community ist gefangen worden. Und wer weiß, was mit denen ist, die dort unten in der Zelle auf dem Boden liegen. Keine Sorge, sie sind nur in dieser Realität verloren. Ich werde dafür sorgen, dass euch eure Einsendungen aus der echten Realität auch erreichen werden. Möge das Entwickeln beginnen. Start! Okay, aber das 10 Wochen, das haut nicht hin, glaube ich. Aber ist egal, das klären wir jetzt gleich. 10 Wochen haut nicht hin, weil erstens geht's jetzt direkt los, ne? Geht direkt los. Ich muss jetzt selber mal gucken, wie viele Wochen sind denn das? Hell, Licht. Wie viele Wochen sind denn das? Hier brauche ich nicht. Hier die Nachrichten. So. Okay, jetzt beginnt's. Also quasi am 4. beginnt es, okay? Es beginnt jetzt am 4. Weil der Tag jetzt heute ist ja quasi schon rum. Okay. Dann haben wir eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen, sieben Wochen, acht Wochen, neun Wochen. Und hier ist es die 10. Woche. Aber da ist es noch lange nicht zu Ende. Es geht noch weiter. 11 Wochen, 12 Wochen, 13 Wochen. Und hier am 5. April. Hätte ich es gerne. Am 5. April, okay? Also 13 Wochen habt ihr. Ihr habt ab morgen, habt ihr 13 Wochen Zeit, okay? 13 Wochen. Bis zum 5. April. 13 Wochen bis zum 5. April. Ihr könnt also jetzt den Januar auch chillen und dann habt ihr immer noch 2 Wochen. Ihr könnt jetzt den Januar chillen, wenn ihr bei dem, wie Limbus zum Beispiel, der jetzt bei dem, Event beim Forum ja mitgemacht und er hat jetzt vielleicht keinen Bock, direkt das nächste Projekt zu starten.
Dementsprechend, du kannst ganz ruhig den Januar chillen und dann im Februar durchstarten. Dann hast du immer noch mehr als genug Zeit, okay? Also, wir sind da echt fair. Das haben wir so entschieden, weil wir wollen euch ja nicht überbeanspruchen. Das ist ja alles klar. Auf Steam steht's richtig. Ah, das ist gut. Okay. Genau. Erstens das. Und ansonsten die Themen. Genau, Zeitschleife ist denke ich mal, eindeutig. Es muss sich um eine Zeitschleife handeln. Wie genau ihr das umsetzt, ist am Ende ja euch überlassen. Das ist natürlich vollkommen egal. Ich denke mal, das muss ich nicht weiter erklären. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt diese jetzt. Und ansonsten lasst es halt einfach. Ja, Weltuntergang. Was ist ein Weltuntergang? Ich denke mal, entweder stellt ihr den Weltuntergang als solches dar, also wie die Welt untergeht, oder ihr macht ein postapokalyptisches Szenario, also nach dem Weltuntergang, würde ich jetzt sagen, dass das auch okay wäre. Dann wäre vielleicht im Intro kurz eine Erklärung, wie die Welt untergegangen wäre, sehr praktisch. Genau, was kann man da machen an Möglichkeiten? Eine Zombie-Apokalypse ist möglich. Oder sowas wie bei Fallout mit Atombomben, die ganze Erde weggebombt ist möglich. Oder Doom, die Dämonen sind aus der Hölle auf die Erde gekommen und haben die ganze Erde eingenommen. Oder gerade eben bei Limbus hat man gesehen, Aliens sind gekommen und haben die Erde erobert. Also da habt ihr viele Möglichkeiten, viele kreative Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt auch Umweltkatastrophen machen, dass jetzt zum Beispiel die Klimakatastrophe gekommen ist, auf die wir zusteuern und große Teile der Erde zerstört hat mit Überschwemmungen, Tsunamis, Wirbelstürmen und irgendwelche anderen Klimakatastrophen halt. Das ist auch immer möglich. Ihr könnt Meteoreinschlag machen. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Halt so ein postapokalyptisches Weltuntergangsszenario könnt ihr machen. Oder ihr halt, wie die Welt untergeht. Also ihr könnt auch machen, so ein Armageddon-Ding, wo es darauf hinausläuft, dass so ein riesiger Meteor auf die Erde stürzen wird und das ganze Spiel auf diesen Moment zuläuft. Das wäre natürlich auch möglich. Also die Option habt ihr da. Habt ihr da bezüglich dieser Sache noch Fragen? Also zu den Themen. Habt ihr da noch Fragen? Dann würde ich diese natürlich beantworten. Und dasselbe gilt natürlich für alle, die das auch im Nachhinein gucken. Einfach in den Kommentaren. Wenn ihr da Fragen habt, einfach in die Kommentare eure Fragen stellen oder in Discord einfach. Link ist in der Beschreibung zu Discord. Da könnt ihr dann bei mir auf den Server kommen und dann einfach schreiben. Dann ist das alles kein Problem. So, die wichtigste neue Regel, diesmal kein Projekt speziell für einen bestimmten Streamer machen. Ach ja, stimmt, das wäre gut. Das wäre nett. Genau. Okay. Genau, Limbus. Eigentlich ist alles theoretisch Denkbare möglich. Also du könntest sogar ein Evangelion-Setting machen. Das ist ja auch Weltuntergang. Ist ja nichts anderes, ne? Also am Ende von, ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber am Ende von Evangelion, ich wollte schon von Weltuntergang reden. Irgendwie auch von Zeitschleife, aber okay, wir wollen nicht Evangelion die komplette Story spoilern, wobei das eigentlich gar nichts spoilert gerade. Also, ich meine ja nur, ne? Okay, also da habt ihr alles Mögliche. Also Weltuntergang, wie gesagt, Zombies, Meteore, Aliens, Dämonen, die über die Erde herfallen. Klimakatastrophen, Weltkrieg, da ist alles möglich. Also ihr könnt euch da richtig austoben. Genau, Zeitschleife, auch ein cooles Thema. Kann man auch passend damit machen. Zum Beispiel, jetzt, ich gebe nur ein paar Beispiele vor, okay. Die müsst ihr natürlich so nicht umsetzen. Nur, dass ihr eine grobe Vorstellung habt. Zeitschleife kann man damit natürlich auch kombinieren, dass irgendwie Wissenschaftler irgendein Experiment gemacht haben, das ist schiefgegangen und die Welt wurde dabei zerstört, aber gleichzeitig wurde eine Zeitschleife aktiviert und irgendwie wurde alles wieder zurückgeworfen. Ich denke mal, es ist alles ziemlich klar, was da möglich ist und was nicht. Also da, mit den beiden Themen kann man richtig, richtig viel coolen Stuff machen.
Das hat man ja noch nie gehört. Ja, genau deswegen, weil das sind halt so eine 0815, 0815 Dinger. Die hat man halt schon 100-mal gehört, darum nehme ich die auch als Beispiele. Ne? Das sind halt so eine 0815 Dinger. Ja, wenn du sagst, du möchtest, dass der Weltuntergang verhindert wird, aber dann, das muss schon erkennbar sein. Also, es muss schon als Weltuntergang erkennbar sein, weißt du? Also, klar, kurz davor kann es muss schon ein richtig krasser Weltuntergang, also nicht irgendwas wie, oh, ich bin der böse Mann und ich drücke jetzt hier gleich auf den Atombombenknopf, sondern da müssen die Atombomben schon losgeflogen sein. Also, weiß ich nicht, es muss schon gucken. Weiß ich nicht, schwierig. Also, es muss schon wirklich, also da muss wirklich schon gefühlt, also, Nee, es müssen nicht alle tot sein. Nein, es müssen am Ende nicht alle tot sein. Ne, klar, bei Fallout sind ja auch nicht alle tot am Ende. Da gibt's ja noch die Leute, die in Bunkern gelebt haben und so. Also es müssen nicht alle tot sein, nein. Oder Terminator ist auch so ein Weltuntergangsszenario, wo dann die Maschinen die Menschen töten. Also unter Weltuntergang verstehe ich nicht, dass die Erde wirklich zerstört wird, sondern halt, dass halt die menschliche Zivilisation zerstört wird, okay? So würde ich das jetzt interpretieren. Also, dass quasi, sagen wir mal, 99% der Menschen sterben. Sowas würde ich als Weltuntergang bezeichnen. Okay. Ja, also so würde ich das jetzt bezeichnen. Nein, nicht unbedingt ganz kaputt, nein. So wie bei Fallout, wenn die komplette Erde verstrahlt ist oder so, das würde auch vollkommen klar gehen. Würde auch vollkommen klar gehen, genau. So ein postapokalyptisches Setting, wie ich schon vorhin gesagt habe. Oder halt, dass 99% der Menschen halt irgendwie durch Dämonen umgebracht wurden oder so. Und du hast einzelne Soldaten, die dann halt kämpfen und sowas. Ja, das geht halt immer alles. Gut. Ja, dann kommen wir zu den Preisen, ne? Dann muss ich mal kurz gucken, wie viel wir eingenommen haben. Wann war das letzte Event? Weiß das zufällig jemand? War irgendwann im... Boah, es war ewig her, ne? Ewig her. Wir machen mal Pi mal Daumen, würde ich sagen, oder? Machen mal Pi mal Daumen, mal Fensterkreuz. Oder weiß das jemand ziemlich genau? Im März plus 8 Wochen. Na, lol, du bist auch so ein scheiß Herzkeks. Erwartet. Da definiert, sagen wir mal, ja, wird schon stimmen. Ja. Warte mal. Ich denke mal, so stimmt das. Genau. Wenn wir jetzt, hatte das im März? Ja, dann machen wir April, ne? Startet. Was ist das? Geht denn das jetzt hier? Dauert einen Moment. Ich will das gerade nicht. Dauert einen Moment. Ja, mach mal ab 1. April. Ach Mensch. Geh gleich los. Wenn's mal wieder länger dauert. Geh gleich los. Irgendwie will das gerade nicht, meine YouTube-Analyse. Will gerade irgendwie.
So, jetzt. Jetzt geht es. Nein! Och, abbrechen. Passt aus. Sei los. Okay, jetzt geht's. Okay. Ja, mach mal einfach wieder 130 wie beim letzten Mal. Da hatte ich 130 gesagt, ne? Mach mal 130 Euro, das haut ungefähr hin. Das haut ungefähr hin. 130, denke ich mal. Mach mal. Wie wollt ihr das aufgeteilt haben? Wollt ihr 13 mal 10 Euro? Dass jeder was bekommt auf jeden Fall. Und wenn weniger als 13 Leute mitmachen, dass dann halt einige ein bisschen mehr kriegen. Also wenn jetzt zum Beispiel nur 10 Leute mitmachen, hätte ich nochmal 30 Euro drüber. Und die würde ich dann auch nochmal verlosen. Haben wir es, glaube ich, beim letzten Mal gemacht, oder? War doch so, oder? Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir es genau so gemacht. Weiß das noch jemand? Ja, dann machen wir das so. Machen wir das so. Mach mal 13 mal 10 Euro. Genau, Preis 13 mal 10 Euro. Ich mach mal einen Texteditor auf. Upp. Ups, jetzt habe ich wieder zugemacht. So. Genau, also, Themen, Doppelpunkt, das war einmal Zeitschleife und Weltuntergang, beziehungsweise Apokalypse. Ihr könnt euch darunter was vorstellen, denke ich mal. Also entweder ein postapokalyptisches Setting, also nach der Apokalypse, aber dann erklärt am Anfang oder wenigstens irgendwann im Spiel auch, wie die Apokalypse zustande gekommen ist, bitte. Oder halt das Szenario, wie die Apokalypse stattfindet. Also ihr solltet nicht irgendwie ein Szenario machen, wo es gar nicht zu einer Apokalypse kommt. Also es sollten schon Überlebende geben. Sagen wir mal, ein gutes Beispiel sind hier die Roland Emmerich-Filme wie 2012 oder so. Hieß der 2012 der Film? Ich glaube 2012 hieß der Film, oder? Wo auch extrem viele Menschen gestorben sind, aber halt nicht alle. Sowas wäre cool. Sowas wäre cool. Also damit wäre ich einverstanden. Wo dann auch quasi eine Heldengeschichte ist und so und ein paar Leute ja doch überleben. Alle müssen nicht sterben, das ist ja Blödsinn. So, Themen. Zeitschleife, Weltuntergang. Dann Abgabetermin ist der 5. April 2024 um 59 natürlich. Vergessen. Ja. 59 Uhr. Und die Preise. Preise 13 mal 10 Euro. Team. Okay. Ich denke mal, reinzoomen, dass es ein bisschen größer ist. Dann könnt ihr euch davon alle einen Screenshot machen. Und das war's. Ah ja, Engine nach Wahl. Habe ich auch noch. Hier oben. Engine. Ach. Okay. Ups. Speichern. So. Son F 204. Eine Woche eher Abgabe für Werbetexte und Charaktere. Eine Woche eher Abgabe für. So, und so könnt ihr euch das Ganze jetzt screenshotten. Jetzt stimmt es wirklich. Okay? Screenshottet euch das so.
So poste ich das dann auch demnächst in Discord. Morgen wahrscheinlich, weil morgen ist dann der eigentliche Beginn. Und dann habt ihr Zeit. Auf jeden Fall. 13 Wochen. Ich denke, das ist chillig. Genau, das ist chillig. Okay. So, noch irgendwelche Fragen? Gut, denke mal nicht, dass da jetzt noch irgendwelche Fragen kommen. Dann, wie gefallen euch die Themen? Habt ihr Bock mitzumachen bei dem Event? Schreibt mal in den Chat. Schreibt mal in den Chat. Habt ihr Bock mitzumachen? Wie sieht's aus? Wann kommen wieder RPG-Maker-Tutorials? Demnächst tatsächlich. Ich habe schon ein paar Sachen in Überlegung. Aber was heißt demnächst? Ich habe noch ein paar private Sachen halt zu erledigen. Aber auf jeden Fall so schnell wie geht. Die Grafiken machen dir Angst. Ach, ja, dann machst du halt nur beispielhafte Grafiken. Es muss ja nicht so aussehen, wie du es dir jetzt perfekt vorstellst. Mach Anspielungen. Es muss ja nicht aussehen wie Limbus seine Games. Weißt du? Keine Ahnung, hier MS Paint, da haben wir es. Also wenn du hier, keine Ahnung, wenn du sagst hier, oh, ich will einen Meteoreinschlag machen, dann, gut, das war jetzt nix, aber wo ist denn hier, ich komme hier mit MS Paint überhaupt nicht mehr klar, warum sieht das so komisch aus plötzlich? Ist, was ist denn hier los? Ich will einen ausgefüllten Kreis, ach, nimm was füllt. So, wenn du sagst, das hier ist ein Meteor, dann reicht mir das. Ist das vollkommen in Ordnung, dann bin ich vollkommen cool damit. Guck mal hier, machen wir noch einen Sternhimmel drumherum. So, das ist jetzt der Meteor. Der Sternhimmel. So. Und der ist auf die Erde geknallt. So, dann machst du ein paar Linien. So. Dann weiß jeder, oh ja, der ist böse. Können wir noch ein bisschen Feuer ranmachen? Ja, boah. Oh, der ist böse. Der hat uns alle getötet. Keiner mag diesen Meteor. Keiner liebt ihn. Gebt ihm keine Liebe. Das hat er nicht verdient. So. Ungefähr so könnte ich das vorstellen. Okay? Das wird Limbus neuer Title Screen. Wahrscheinlich wird Limbus sein neuer Title Screen genauso aussehen. Ist halt echt so. Oh Mann. Mir geht's um kaputte Gebäude. Ja, dann machst du die halt auch nur beispielhaft. Ist doch scheißegal, Mensch. Machst so gut, wie du es hinkriegst. Es muss doch nicht perfekt aussehen. Ist doch vollkommen egal. Juckt doch nicht. Weißt du, wie ich meine? Es juckt doch nicht. Nicht speichern, bitte nicht. Okay. Doch, dich. Ja, Murdoch, ich zeig dir jetzt nicht noch, ey, das könnte ich auch innerhalb von einer halben Stunde könnte ich dir jetzt ein kaputtes Haus hinklatschen im RPG Maker. Aber ich habe da keinen Bock zu, gerade das jetzt auch noch zu zeigen. Ey, wenn ich dir jetzt noch erklären muss, wie du das machst, dann endet der Stream hier nicht. Weil dann kommt der Nächste mit dem nächsten Problem. Die Mittelalterwelt kann ja auch untergehen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Es muss doch nur beispielhaft aussehen. Der Stream darf niemals enden. Lol. Okay. Gut. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Jetzt mal ernsthafte Fragen. Jetzt ernsthafte Fragen, kein Blödsinn und so, kein. Lasst auf jeden Fall ein Like da und das hier wird das nächste Community-Event. Macht da mit. Abgabetermin 5. April 2024 um 23.59 Uhr bei mir. Okay? Bei mir. Und. Ne, wir machen das und groß. Bei mir. Und. Okay, wir müssen auch ein bisschen rauf. Wieder. Passt das nicht in eine Zeile? Perfekt. Besser. So. Bei mir und Speedy. Okay? Gebt bitte bei uns beiden ab. Nicht speichern. So. Okay? Kriegt ihr das hin? Okay.
Ja, Speedy, das sagst du jedes Mal und dann kommt trotzdem nichts. Egal, scheiß drauf. Du machst das schon. Ja, mach doch auch mal mit, Squayozi. Wäre so cool, wenn du mitmachst. Und wenn du nur was Kleines abgibst. Es muss nicht der geilste Shit sein, okay? Es muss echt nicht der geilste Shit sein. Es muss einfach nur, wie soll ich sagen, irgendwie einfach so gut, wie du es halt hinkriegst. Es ist, also mir persönlich, ja, so gut, wie du es hinkriegst, okay? Es spielt keine Rolle. Wir verurteilen hier niemanden. Oder, Leute? Würdet ihr jemals jemanden verurteilen, weil er wenig Zeit hatte oder weil er es einfach nicht so gut kann wie jemand anderes vielleicht? Würdet ihr da jemals jemanden verurteilen? Ich nicht. Ich würde sagen, danke, dass du was abgegeben hast. Du bist ein toller Mensch und du hast dein Bestes gegeben. That's it. Das war's. Ich würde nicht sowas sagen wie, war scheiße. Oder war Müll. Was hast du dir für einen Scheiß abgeliefert? Außer bei Limbus, seinem Titlescreen. Also wenn ihr so eine Scheiße abliefert, dann könnt ihr euch begraben. Dann könnt ihr eigentlich direkt den Grabstein aussuchen gehen. Okay? Also wenn ihr so einen Titlescreen wie bei Limbus, dann macht gar keinen Titlescreen. Ist besser als das. Nee, war ein Witz, Limbus, du weißt. Ich mach nur meine Scherze, okay? Also, wir haben Respekt. Und wer keinen Respekt hat, der wird von mir auf jeden Fall geahndet. Okay? Also ihr braucht keine Angst haben, dass ihr hier irgendwie beleidigt werdet wegen irgendwas. Wir haben Respekt einander gegenüber und Respekt vor der Arbeit, weil wir wissen alle, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, Quatzi, dann pff, wie soll ich es erklären? Oder wie soll ich sagen? Dann, ja, dann gibst es halt so ab, wie du es halt hingekriegt hast. Und wenn du sagst, ja, ist halt nicht ganz so fertig geworden, gibst du trotzdem ab. Hauptsache, du hast irgendwas abgegeben und hast Spaß gehabt beim Event. Es geht doch darum, dass wir gemeinsam mitmachen. Ja, genau, Speedy, du sagst es. Ach, perfekt, oh mein Gott. Speedy, wir verstehen uns beide. High five! Oh Mann. Ich find's cool. Ich find's cool. Okay, ich sag Tschüss an der Stelle. Das war's. Ihr habt keine Fragen, wie ich merke. Morgen poste ich das Ganze auch nochmal in Discord. Und ich lade das auch nochmal als extra Video hoch, okay? Morgen wahrscheinlich. Okay. Ich sag Ciao. Danke fürs dabei sein. Und, ach ja, eine Sache noch. Vergesst nicht, für Limbus sein Spiel abzustimmen. Link ist auf jeden Fall im Chat. Klickt da drauf, stimmt für Limbus ein Spiel ab. Ihr müsst hier nur einfach hier einmal bei Erntetag in Klammern Limbus und dann abstimmen drücken. Oder ihr könnt auch noch ein zweites. Ihr könnt für zwei Spiele abstimmen. Ich werde auf jeden Fall alle Spiele streamen, wenn ich es darf. Ich habe von den meisten Leuten schon die Zusage. Ich glaube, nur von Salamander habe ich noch nicht die Zusage. Das ist der einzige, von dem ich jetzt noch nicht die Zusage habe. Aber von dem hole ich mir die Zusage sicherlich auch noch ein. Und wenn nicht, dann hat er halt Pech gehabt. Nur egal. Speedy. Oh Mann. Okay, das war's. Ciao. Tschüsseli, meine lieben Freunde.